Hallo und herzlich willkommen. Heute baue ich mal den Vergaser ein und ich hoffe, dass die Motra dann ihre ersten Töne von sich gibt. Also, ich habe mich für den originalen, etwas größeren entschieden. Ein Kaihin PB Vergaser mit der Nummer. Ich habe keine Ahnung, wovon der stammt. Der müsste ja, wahrscheinlich eine Cup oder ein vom ATC sein. Den Benziner musste ich halt ändern, weil ja hier der rote Pinöppel drauf kommt, der einzigartig ist für die Motra. Das Teil ist von einem Charlie-Benziner, also das wurde einmal ausgetauscht. Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Also für eine Honda ist das schon verdammt eng. Jetzt hat der O-Ring sich da rausgedrückt. Ich hatte den jetzt mit etwas Silikondichtpaste eingeschmiert, damit er nicht rausfällt, aber okay, also das Ganze nochmal.
So. Jetzt kommt die Choke dran. Benzinschlauch. Hier kommt dieser spezielle Benzinhahn drauf. Was mir aufgefallen ist, normalerweise ist so zu und so auf, aber bei dem Hahn ist jetzt so auf. Ne, so zu und so auf. Vielleicht mache ich den so rum drauf, wenn man das so interpretiert, zu und so ist auf. Na, ich glaube, so mache ich das. Was ich immer gerne vergesse, ist den Schieber vorher rauszuholen. Aber ups, mit so einer Zange geht's auch. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Luftfilter hier noch reinbekommen. Schon alles sehr spack.
Okay. Okay, das ist noch etwas provisorisch, aber da suche ich mir noch eine passendere Stelle. Okay, ich würde sagen, Benzin rein und mal probieren. Na, gucken wir mal, ob der Vergaser Sprit nimmt. Ich glaube, jetzt geht es. Probieren wir es mal. Erstmal ohne Zündung. Ja, das scheint zu wenig Sprit zu kommen. Genug.
Ja, was soll ich sagen? Bin angenehm überrascht. Läuft eigentlich ganz gut. Naja, eigentlich perfekt, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, was rein. Ich würde sagen, ich bin. Bin ich fertig? Ne, ich bin noch nicht fertig. Die Bestellung von den Stoßdämpfern. Da fehlen mir noch die Hydraulikleitungen, die lasse ich mir gerade anfertigen. Jo. Ansonsten, außer so ein Schnickschnack, so wie das hier, dann hatte ich mir, den Kanister hatte ich noch, dann hatte ich mir gepulvert, und so einen Träger habe ich mir hier gebaut, auch gepulvert, hier oben befestigt. Hier befestigt, hier befestigt und immer am Auspuff abgestützt. Eigenwillige Konstruktion, aber das hält bombig. Jetzt muss das irgendwie noch ein bisschen klapperfrei gelagert werden. Hier kommt noch eine Schraube rein, damit der nicht rausfällt. Den kann man so rausnehmen. Ja, ich finde, ist ganz nice geworden. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich sag mal, bis dann. Ciao.